Das finde ich gut. Hallo und willkommen zur neuen Folge Sekiro. Zuletzt haben wir Orin des Wassers getötet und damit steht es aktuell bei nur noch einem offenen Miniboss, abgesehen von dem aktuellen Bosskampf. Quatsch. Die Burg. Ach, das ist da sogar, wo der Typ drin steht. Den haben wir noch nicht, weil da steht der Boss. Wir haben sonst aber auch alle wieder. Ja, was... Welchen nehmen wir denn? Altes Grab. So. Jetzt will ich nochmal versuchen, ob man da irgendwie hinten an ihn anschleichen kann. Und ansonsten versuche ich ihn einfach abzufackeln mal. Als Allwetterlösung. Bei vielen Minibossen funktioniert das auch ohne Öl. Macht zwar nicht so gut Schaden, aber besser als nix. Und dann muss ich vielleicht vor dem Boss nochmal schauen, dass ich... Ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen soll, aber wahrscheinlich, weil ich keine Zeit habe zu spielen, abgesehen von den Aufnahmen. Echt. Das ist immer so, in Anführungszeichen, das bisschen Freizeit, jetzt alle 2 Tage Sekiro aufnehmen. Aber eine ganze Folge, wo ich nur Gold farme und Sachen upgrade. Weiß nicht, das ist auch nicht so spannend. Aber ich möchte auch nicht unbedingt die ganzen Geldbeutel dafür benutzen. Aber vielleicht machen wir erstmal die Geldbeutel und zur Not muss ich dafür irgendwas anderes farmen, wenn ich es brauche. So. Achso, euch könnte man auch noch belauschen. Wollen wir aber jetzt nicht. Mit dem möchte ich mich einen gar nicht befassen. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Da ich ja jetzt auch zwischendurch noch mal New Message hochgeladen habe. Weil ich einfach keine Zeit hatte und das hatte ich von vor einiger Zeit schon aufgenommen. Kann man noch nirgendwo einfach außen. Na komm her! Warum haust du mal ab, wenn ich springe? So, diese komischen... Apropos, ist mir eingefallen, ich habe doch hier das Flötensignal. Wir nehmen das mal mit, weil hier sind ja die Hunde. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch macht. Ih, das ist ja ein Finger. So, jetzt würde ich mal schauen, ob man... Ja, vielleicht könnte man... Letztes Mal habe ich ja versucht, mit dem Mantel ihn direkt frontal. Aber... Das macht es natürlich einfacher, wenn ich ihn... Ei, das zieht aber richtig gut was ab. Oh, jetzt bin ich zu weit weg. Ach Gott, jetzt verkacke ich das. Hä? Wie weit ist denn die Reichweite? Oh, ich sollte mich heilen. Ja,
Der Tritt tut ganz schön weh. Aber jetzt hat er ein bisschen Leben verloren insgesamt. Oh je, ich stelle mich an. Hier Gift wollen wir nicht. Oi! Oh, ich sollte mir das in die Leiste backen. Gegen. Habe ich das jetzt zu früh weggemacht? Habe ich das abgebrochen? Ist das überhaupt Gift? Das funktioniert gar nicht. Der mir da so viel wegtritt. Ich muss meine Haltung regenerieren. Ich wollte eigentlich nach hinten hüpfen. Nicht nach vorne oder hoch. Verschwendete Kugeln. Fuck. Scheiße. Oh, ich habe mich so blöd angestellt. Ich habe immer das Problem, dass ich momentan überhaupt nicht mit der Steuerung klarkomme, wenn ich das Spiel nicht täglich spiele. Und ich weiß nicht warum. Es wird sich das einfach aus meinem Gehirn rauslöschen. Und ich mich schon wieder so dämlich angestellt habe. So, jetzt können wir aber noch einmal hier... Oh. Achso. Hui! Ärgerlich, da er eigentlich fast tot war. Ich verstehe noch nicht, warum der dann keinen Schaden mehr wirklich gekriegt hat durch das Feuer. Ob er so eine Art Debuff hat oder ob das mit diesem Rotleuchten zu tun hat, das er drauf hat. Aber wir machen den Anfang jetzt nochmal genauso. Achso. So. Komm her! So.
Wurscht. Ich würde mich da jetzt auch nicht so lange mit aufhalten. Okay. Oh, jetzt hat er gar nicht so viel Schaden gekriegt. Ach so, das war gar nicht das Feuer, das war seine eigene Technik da, die er gemacht hat. Mensch. Du bist echt so ein bisschen ist der komplett immun? Ja, da muss irgendwie, weiß ich, an Feuer immun sein. Da werde ich jetzt auch keine weiter verschwenden. Wir probieren mal. Oh, um Gottes Willen. So. Verdammt. Also Feuer am Anfang, danach werde ich es jetzt mit dem Firecracker probieren. Weil das Feuer scheint gar keine Auswirkung mehr zu haben in diesem Buffet. Hm. Ärgerlich. Am Anfang traue ich mich mehr und da ziehe ich auch mehr ab und dann versuche ich vorsichtig zu spielen und ich kriege nur noch aufs Maul. Das Einzige, was da noch passiert ist, dass es ewig dauert. Mensch, jetzt! Thank you.
Viecher nehmen auch kaum Schaden macht. Gottes Willen. Das habe ich ja gar nichts gemacht. Das war noch schlechter als sie. Wow, so über die Hälfte durch diesen komischen Wirbelkick, den er da macht. Da liefen die anderen aber besser in der vorigen Folge. Erstmal was trinken. Nächstens habe ich nicht viel zu verlieren. Und eigentlich spare ich mir, je nachdem wie lange es dauert, auch jetzt nur den Bosskampf wieder zu versuchen in der Folge. Ein bisschen nervig, dass man die Hunde auch mal wieder machen muss. Aber wenn das alles sowieso nichts bringt, die brauchen wir auch nicht. Rüstung hat er nicht an, ne? Das bringt auch nichts. Ich könnte mal versuchen, den kreisen zu lassen. Oh! Was bist du denn? Mit dir will ich ja gar nicht kämpfen. Oh Gott. Das finde ich gut. Thank you.
Das finde ich jetzt natürlich richtig nice. Oh, ich schaffe das und verkackt das jetzt noch auf die letzten. Sehr gut. Gelbe Schießpulver und 4 Gebetsperlen. Das Lustige ist ja, dass eigentlich mir der NPC jetzt voll geholfen hat. Aber ich will mich nicht beschweren. Und wir haben auch diese Figur wieder. Wahrscheinlich sind das auch genau die, die man erneut besuchen muss, weil es da neue Items gibt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Körpermerkmale verbessern. Achte Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Das Innenministerium traut dem einsamen Schattenclan von allen Shinobi am meisten. Die Anführer Masatsuna Oribe hat 17 Kinder, die alle Spezialtechniken nutzen, wie Giftklingen oder trainierte Shinobi-Hunde. 8 von 10. Ich glaube, es sind 10 insgesamt. Ich finde das auf jeden Fall richtig schnieke. Wobei ich sagen muss, dass jetzt, glaube ich, wirklich nur noch... Ich habe jetzt alle Minibosse tot. Nur noch der Boss warten würde. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich würde sagen, aber bei dem Bosskampf starten wir frisch und gut gelaunt, mit vollster Energie und nicht in dieser angefangenen Folge. Ich will das nicht als Entschuldigung nehmen, aber ich habe auch mega Kopfweh und ich glaube, das wird mir nicht helfen. Also, den Boss zu machen wird mir nicht helfen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine kurze Folge, und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, auf Wiedersehen.